Meine liebe Freundin, mein lieber Freund, nun habe ich tatsächlich ein Tränchen im Auge, du kannst es nicht sehen. Die Tagesschau, nach wirklich anderthalb Jahren Diffamierung oder einem Sondermeier, der sagt, Rechtsradikale, rechts, rechts und sie laufen mit Rechtsradikalen oder jeder möglichen Art von Diffamierung, indem sie wirklich ganz gezielte Ausschnitte zeigen, die eine ganz bestimmte Meinung transportieren sollen. Nach diesen anderthalb Jahren zeigt die Tagesschau, dass sie sich es nicht mehr traut, weil wahrscheinlich zu viele Leute auf die Demonstrationen gehen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die plötzlich auf die Idee kommen, jetzt ab heute berichten wir mal sachlich und informativ, ohne zu versuchen, eine Meinung mitzugeben. Das kann ich mir nicht vorstellen. Das kann der Grund sein. Naja, also hier, es ist ja selten genug bisher gewesen, ein ganz besonderes Goldstück, eine Tagesschau-Reportage über Proteste und das ziemlich framingfrei. Guten Abend, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. In mehreren deutschen Städten sind heute wieder Impfgegner und Kritiker der Corona-Politik auf die Straße gegangen. Parallel dazu gab es vielerorts Gegenkundgebungen. Die größte Protestaktion gegen die Corona-Maßnahmen fand in Hamburg statt. Dort wurden nach Polizeiangaben etwa 11.500 Teilnehmer gezählt. Sie sollen sich überwiegend an die Auflagen gehalten haben, wie etwa das Tragen einer Maske. Die Hamburger Polizei im Großeinsatz. Tausende Corona-Impfgegner ziehen seit dem Nachmittag durch die Innenstadt. Niemals darf es eine Impfpflicht geben. Und mal ganz abgesehen davon, ist das für eine Impfung, dass die Geimpften die ganze Zeit immer noch Angst vor den Ungeimpften haben. Bis zum Abend kontrollieren die Beamten Abstände und die Einhaltung der Maskenpflicht. Der Aufzug selber ist störungsfrei bis zu diesem Zeitpunkt verlaufen. Einige wenige einzelne Zwischenfälle, die wir hatten, die sich aufs Maskentrageverbot bezogen. Hast du das gehört? Hast du gut zugehört? Einige wenige Vorfälle, die sich auf das Maskentrageverbot bezogen. Ich habe viele mit Masken gesehen. Also ich glaube, es waren eklatante Vergehen, die da begangen wurden, weil sie alle gegen das Maskentrageverbot verstoßen. Also es ist eine verdrehte Welt, er kommt selber nicht mehr klar. Hör dir das nochmal an. Einige wenige einzelne Zwischenfälle, die wir hatten, die sich aufs Maskentrageverbot bezogen und darüber hinaus ein Zwischenfall, wo Gegenstände auf Versammlungsteilnehmer geworfen wurden. Auch in Freiburg protestieren tausende Menschen. Ihre Gründe vielfältig, gegen Impfpflicht, gegen 2G. Wo ist in diesem Bereich irgendwo die Rechtfertigung, dass wir jetzt auch noch die Kinder impfen? Das ist Mord. Viele Menschen wollen sich aber gerade jetzt impfen lassen. Hier vor den Stuttgarter Messehallen stehen sie sogar im Stau.